Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Süßigkeiten-Schnelltest. Wir haben heute für euch wieder von Nestle die Smarties. Da habe ich wieder was anderes Schönes für euch gefunden. Wir haben hier eine kleine Packung mit vier anderen Verpackungen drin. Das Ganze ist hier mit Quizfragen auf jeder Rolle. Ich habe ja, wie gesagt, schon mal für euch Smarties getestet. Und da war das waren die Smarties Family Fun Pralinen. Da waren ja auch schon für kleine Kinder so kleine Lernspiele, so gerade über die Weltkarte und Tiere. Und anscheinend haben die hier so eine Serie rausgebracht. Und ja, wie gesagt, hier sind einmal Quizfragen. Das Video werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wo ich das Ganze habe und wie teuer das Ganze war, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde euch drauf antworten. Freunde, lange Rede, gar keinen Sinn, fangen wir doch mal direkt an. So, 4 Rollen von den Schokolinsen. Also sie sind auch sehr relativ klein und handlich. Also es ist wirklich so eine Art To-Go, nicht wie diese Riesenverpackung. Und ja, hier steht auch schon mal, es gibt anscheinend 8 Quizfragen. Ich habe jetzt einmal, was habe ich denn hier? Ich habe hier einmal die Quizfrage Nummer 1, dann habe ich die Nummer 2 erwischt, dann die 8 von 8 und die 3 von 8. So, Freunde, dann gucken wir uns die Quizfrage Nummer 2 an. Das Ganze funktioniert so, auf jeder Packung steht immer eine Quizfrage und dann gibt es immer 3 Antwortmöglichkeiten. Die Lösung findet man im Deckel, sprich, wenn ich das jetzt hier aufreiße, steht dann der richtige Buchstabe drin. Wir werden uns das aber so machen. Ich werde euch die Frage vorlesen und wenn ihr die Antwort wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mir die ersten 10 Leute raussuchen und dann werde ich ein Video drehen und euch in diesen Videos auch grüßen. Das Ganze werde ich aber auf Instagram dann posten. Und ja, ich werde euch dann mit eurem YouTube-Namen grüßen. Aber wenn ihr wollt, dass ich euch mit dem richtigen Namen anspreche, dann schreibt einfach nochmal euren richtigen Namen dazu und dann nenne ich euren Namen auch im Video. Freunde, seid ihr bereit? Es geht los. Die Cowboys hatten im 19. Jahrhundert viel zu tun. Rinder treiben, kaputte Zäune reparieren und sich um die Tiere kümmern. Wie viele Stunden saß ein Cowboy oftmals pro Tag im Sattel? Antwort A lautet A, 4 Stunden, B, 6 Stunden, C, 10 Stunden. Freunde, ich wiederhole. Die Frage lautet, die Cowboys hatten im 19. Jahrhundert viel zu tun. Rinder treiben, kaputte Zäune reparieren und sich um die Tiere kümmern. Wie viele Stunden saß ein Cowboy oftmals pro Tag im Sattel? A, 4 Stunden, B, 6 Stunden, C, 10 Stunden. Schreibt es in die Kommentare und ich grüße euch im nächsten Video. So, Freunde, ihr wisst ja, wie die Smarties schmecken. Deswegen will ich es aus Prinzip aber trotzdem nochmal machen. Na. Das sind hier die Smarties. Sehr lecker. Ups. Daumen nach oben. Zum Geschmack muss ich nichts sagen. Schokolade, Schokolinsen. Ich bin damit groß geworden und ich liebe Smarties. Deswegen gibt es einfach nichts dazu hinzuzufügen. Wenn ihr es noch nicht getestet habt oder gegessen habt, dann holt es schnell nach. Es lohnt sich auf jeden Fall. Freunde, das war's auch schon mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr sagt so, das Video war nicht so cool, könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und wenn ihr weitere coole, frische Videos schauen wollt mit uns, dann könnt ihr uns auch gerne ein Abo da lassen. Freunde, ich kann mich nur noch mal wiederholen. Beantwortet die Quizfrage mit dem Cowboy. Ich werde euch dann auch grüßen auf Instagram. Und Freunde, das war es auch schon von meiner Seite aus. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Deswegen würde ich sagen, bis dann. Ciao.